Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sprechen wir über Zuwanderung und Umweltschutz. Die Zunahme der Weltbevölkerung ist wahrscheinlich eine der größten Klimakatastrophen, wenn man denn davon ausgeht, dass mehr CO2 das Klima zerstört. Dann ist die Zunahme der Weltbevölkerung entsetzlich. Jeder produziert Abfall, jeder, der geboren wird, produziert CO2, und es sind Milliarden, um die die Weltbevölkerung zunimmt. Und wenn wir uns zum Beispiel Bilder anschauen aus Staaten, in denen die Geburtenraten 13 bis 14 pro Paar sind, schauen wir uns Bilder aus dem Niger-Delta an unter dem Gesichtspunkt Umweltschutz. Absolut entsetzlich, zum Heulen. Schlimm. China hat gute Ansätze gehabt, oder hat sie noch, mit Verboten von mehr Kindern. Okay, das ist ein totalitärer Staat, der das machen kann. Ob das ein Vorbild ist, das ist eine andere Frage. Und wir in der Schweiz brauchen sicher nicht weniger Kinder der Schweizer. Wir machen es anders. Um unsere Umwelt zu zerstören, öffnen wir die Grenzen und lassen die Zuwanderung wenig gezügelt ins Land fließen. Hat Zuwanderung denn etwas mit Umweltschutz zu tun? Ja, natürlich. Und das hat beispielsweise auch ein bekannter grüner Politiker, Bastien Giraud, in einer Rede vor längerer Zeit so formuliert. Zu viele Leute ist ganz schlecht für die Umwelt. Man muss Grünflächen zupflastern. Man braucht neue Straßen, man braucht neue Schulen. Jeder, der kommt, will sein Auto fahren. All das ist sehr schlecht für die Umwelt in der Schweiz. Wir können nicht die Umwelt des ganzen Globus schützen. Wir haben auch wenig bis gar keinen Einfluss auf die Geburtenraten in anderen Staaten. Wir haben eher zu wenig Geburten, was euch Politiker, die sich mit der AHV befassen, vorrechnen würden. Aber zügelloses Hereinlassen von weiteren Personen massenweise in die Schweiz, in ein kleines Land mit wenig Platz, bringt die entsprechenden Umweltprobleme in der Schweiz mit sich. All diese Leute fliegen auch heim, fliegen wieder her, fahren heim, kommen wieder her, benutzen in der Schweiz Autos, benutzen Straßen, brauchen Straßen. All das ist schlecht für unsere Umwelt in der Schweiz. Ich sage nicht, dass man die Zuwanderung absolut sperren soll, völlig unrealistisch. Aber man sollte den Gedanken an unser Klima, an unsere Umwelt auch mit in die Überlegungen der Migrationspolitik einbeziehen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören.